Guten Tag, meine Damen und Herren, zur dritten Ausgabe von Zeitgeist. Heute ist das Thema Gendern. Das ist ja ein relativ aktuelles. Mein Gast ist heute Frau Sabine Mertens. Sie hat als Autorin ein Buch geschrieben und ist praktisch durch ihren Lektor oder durch ihre Lektorin korrigiert worden. Das Buch ist im Verlag erschienen, aber es gab ein Gerichtsurteil, wonach praktisch nachgegendert wurde und das passte Frau Mertens nicht. Und deswegen ist das Thema heute Gendern. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Frau Mertens heute unser Gast ist. Danke für die Einladung. Ja. Ich muss ein bisschen korrigieren, das Gendern, der Prozess, den ich geführt habe, der bezieht sich auf einen Fachartikel. Ja. Und nicht auf das Buch. Also es sind zwei verschiedene Verlage. Mein ja. Hausverlag, da lasse ich nichts dran kommen, ja, das ist der Belz Verlag. Die haben nicht gegendert, da durfte ich schreiben, wie ich möchte. Aber es geht um einen Fachartikel in einer Zeitschrift. Und das ist, glaube ich, auch in der Welt erschienen, sowohl, dass es den Prozess gab, als auch, dass sie praktisch, dass es einen Vergleich am Ende gab. Und genau. Darf man fragen, wie der Vergleich ausgegangen ist? Ja, das, der Fachartikel, der war ja im der ist immer noch im Internet zu, kann man den käuflich erwerben. Und der Verlag musste den in meine ursprüngliche Form zurückverändern. Also das heißt, die beiden gegenderten Wörter, die da vorkamen, die mussten wieder zurückgeändert werden. Also das heißt jetzt nicht mehr zeichnende Person, sondern Zeichner, so wie ich es auch geschrieben habe. Wie kam es überhaupt dazu? Also ich meine, dass man das abändert in etwas Kompliziertes mit zeichnende Person ist ja etwas umständlich. Ja, zeichnende Person ist ja Gendersprech. Verlaufsform ist eine der Möglichkeiten, wie Leute diese ideologische Sprachverrenkung da umsetzen. Warum das der Verlag gemacht hat, weiß ich nicht, zumal das nach der Freigabe des Artikels durch mich noch passiert ist. Also die haben mich nicht gefragt und gingen offensichtlich davon aus, dass ich da nichts dran machen würde oder nicht reagieren würde. Sonst hätten sie es ja nicht hintenrum gemacht. Also ich habe im Vorfeld mit der Redakteurin darüber gesprochen und ausdrücklich gesagt, ich möchte nicht gendern. Also das gibt es einen Mailverkehr drüber. Ja, und dann kann ich nur sagen, es ist eigentlich böswillig hintenrum passiert, um die Ideologie dann doch noch durchzusetzen, die da in dem Verlagshaus offensichtlich praktiziert wird. Ist das, also Sie sagen, Ihr eigentlicher Buchverlag tut das nicht und auf den lassen Sie ja nichts kommen. Woran liegt es, dass man praktisch, Sie sagen Ideologie, dass es dazu kommt, dass einige Lektoren oder Verleger von Fachmagazinen sich möglicherweise dazu genötigt sehen? Ist das? Tja, das ist eine gute Frage. Da sind wir wahrscheinlich schon gleich beim Pudelskern. Ja? Also es ist ja im Moment ein gesamtgesellschaftlicher Trend. Das fing ja vor 3-4 Jahren etwa an, als so verschiedene Stadtverwaltungen Leitfäden rausgegeben haben, Stadt Hannover, und dann zog eine nach der anderen Stadt nach. Und mittlerweile ist das ja ziemlich, also es wird ja propagiert und vorangetrieben. Insofern ist jeder Verlag, jede Zeitung, die jetzt auch gendert, irgendwie eine Erfolgsmeldung für Ideologen, ne? Ja, also wenn ich beispielsweise sage, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das schon gendern oder ist das nur, wenn ich sage, liebe ZuschauerInnen? Nee, es ist auch, also sowohl die Doppelnennung als auch ZuschauerInnen oder die anderen Formen, wie das dann schriftlich ist mit Doppelpunkt und Stern und so. Das sind gegenderte Formen, die davon ausgehen, die werden von Leuten benutzt, die davon ausgehen, dass das sogenannte generische Maskulinum eine männliche Form ist. Also das ist ja die Voraussetzung bei dieser Ideologie ist, dass nicht akzeptiert wird, dass, also zwei Sachen werden nicht akzeptiert, dass das biologische Geschlecht mit dem grammatischen nichts zu tun habe
Und dass diese grammatische Form, das, was wir generisches Maskulinum nennen, was historisch Genus commun entspricht, also ein Genus für alle allgemein, weil ich muss ja, wenn ich bestimmte Kategorien innerhalb einer Kategorie vergleichen will, muss ich ja eine allgemeine Form haben, wo Männer, Frauen, Leute mit Pferdeschwanz und ohne alle drin sind. Und das ist eben die generische Form. Und das wird nicht akzeptiert. Das ist die erste Verweigerung, mutwillig zu sagen, nee, diese Sprache ist falsch. Aber eine, sagen wir mal, allgemeine Ansprache per Brief oder was auch immer, sehr geehrte Damen und Herren, wäre das auch schon gendern oder? Naja, sehr geehrte Damen und Herren, ist ja im Grunde eine konkrete Anrede. Das ist insofern keine gegenderte Form. Es ist eine Konventionalität, ja, zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren. Man könnte auch sagen, sehr geehrte Gäste oder liebe Freunde, was auch immer. Ja, also wenn ich jemanden spezifisch anspreche, dann habe ich ja auch die Anrede. Also wenn ich sage, Frau Mertens, Herr Esser, dann ist es eine konkrete, spezifische Person, die angesprochen wird. Und dann ist es ja kein Gendern. Aber Sie hatten ja eben gefragt, warum wird das immer mehr? Es ist ja eine Tendenz tatsächlich, ne? Und also wir haben zwei Faktoren, denke ich, die dann eine große Rolle spielen. Zum einen ist, gibt es ja dieses Dachprogramm Gender Mainstreaming, wovon ja eigentlich Gendersprache, die ja gar nicht definiert ist, was das sein soll, aber Gendersprache ist ja nur ein Teil dieses ganzen Programms, Gender Mainstreaming. Und das wird massiv vorangetrieben, unter anderem mit Geldern aus dem Europäischen Sozialfonds. Und da gibt es also Aktivisten, die sehr gut vernetzt sind und die das vorantreiben. Dann gibt es also zum Beispiel innerhalb von Unternehmen, da gab es ja jetzt auch gerade diesen Prozess, Audi, VW. Innerhalb von Unternehmen wird das betrieben, mehr und mehr. Und so ist das wir haben auf der einen Seite auch viel Mitläufertum, ja. Weil eigentlich könnte man es nur stoppen, indem man sagt, gendern, wieso? Wieso soll ich das machen? Also mir fällt auf, ich war jetzt in San Francisco vor 8 Wochen ungefähr im Urlaub, dass es relativ zum guten Standard, oder man nennt das ja auch Neudeutsch Compliance, sind ja in deutscher Sprache, da wird das Wort Compliance wahrscheinlich nicht besonders gut gefallen. Das ist interne praktisch Standards eines Dienstleistungsunternehmens, das sich auferlegt, besonders höflich zu sein oder besonders divers zu sein, nicht zu benachteiligen, nicht sexistisch zu sein. Ich bekomme dann, das finde ich alles sehr gut. Womit ich ein Problem bekomme, ist, wenn das so ganz breit nach außen getragen wird und das, ich weiß nicht, ob es einigen Leuten auf den Wecker geht, vielleicht im Rahmen der letzten Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, also nicht Damen-, sondern Herren-Europameisterschaft vor einem Jahr, da wurde sehr breit, dann gab es einen Ball, der mit Elektroauto reingefahren wurde und dann gab es das Hinknien. Da kann man sich so stellen, wie man will, aber ich habe den Eindruck, das Ganze ist so eine Art Werbegag. Jetzt komme ich aus San Francisco, da hatte das durchaus ja auch seinen Ausgangspunkt. Silicon Valley und San Francisco ist ja sehr tolerant, aber man kann auch sagen, so tolerant, dass einem die anderen eigentlich egal sind, könnte man auch so deuten. Und dann geht ja alles und dann findet man alles gut, vor allen Dingen, wenn es dann dem Umsatz nützt. Also Sie sprachen ein Autounternehmen an, das eben möglicherweise sich Umsätze damit verspricht. Und Sie haben ja auch die Klage geführt praktisch gegen einen Manager, wo zumindest im Titel Manager vorkommt. Ja, naja gut, es gibt ja verschiedene Moden, gerade im Management, in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Aber man muss ja nicht alles mitmachen. Und Gender Mainstreaming mit der Sprache, das ist leider nicht nur so eine Mode, sondern das ist politisches Programm. Das muss man auch mal sehen. Weil man kann sich ja fragen, wir haben ja eine Gemengelage im Moment.
Es gibt viel Medien, die ihre Zuschauer, Zuhörer, Leser befragen. Wie meint ihr, sollten wir es halten mit der Gendersprache? Und in zunehmendem Maße, die haben nicht eine stabile Mehrheit, die dagegen ist, sondern in zunehmendem Maße sind die Leute genervt und gegen Gendersprache, weil sie sagen, könnt ihr uns bitte normal ansprechen, ja? Wir kommen ja sicher noch dazu, in welcher Hinsicht Gendersprache wirklich falsche Informationen auch verbreitet. Es ist einfach eine falsche Sprache. Aber die befragen also ihre Nutzer, kriegen die Antwort, wir wollen das nicht und machen es trotzdem. Also das heißt, da wird etwas zur Schau gestellt, was ja offensichtlich irgendwie was mit oben und unten zu tun hat, mit Machtverhältnissen. Und es wird ja auch verkauft, sag ich mal, als die moralisch korrekte Sprache. Sie hatten es ja auch schon angesprochen als im Vorfeld. Mit der Gendersprache soll ich mich ausweisen als moralisch auf der richtigen Seite. Weil wer kann schon gegen Vielfalt und Diskriminierung, Antidiskriminierung sein? Also kein Mensch will andere Leute herabsetzen oder so, ja? Nun wird also uns verkauft, dass das mit der Sprache möglich sein soll. Und für meine Begriffe erreicht Gendersprache immer genau das Gegenteil. Sie behauptet, sie diskriminiert nicht und diskriminiert aber gerade. Also ist ja auch sexistisch, ja. Es wird das biologische Geschlecht hinzugefügt, wo es eigentlich nicht hingehört, nämlich in den allgemeinen Aussagen, also Bürger, Demonstranten, Islamisten. Brauche ich da ein Geschlecht? Kommt es ja gar nicht drauf an. Und es wird, also ich muss ja das Geschlecht nur dann hinzufügen, wenn ich zum Beispiel eine statistische Erhebung mache, wie hoch der Frauenanteil unter den Gendergegnern ist, zum Beispiel. Dann muss ich unterscheiden zwischen Männern und Frauen, ne? Aber ich glaube, den meisten stößt sehr übel auf, wenn eben diese Unterbrechung im Wort in der gesprochenen Sprache kommt oder auch in dem Geschriebenen, ein Sternchen dazwischen, ein Binnen-I oder es wechselt ja häufig, ein Doppelpunkt. Ja. Das stört, glaube ich, die Leute sehr viel mehr, als wenn man sagte, Bürgerinnen und Bürger oder Terroristinnen und Terroristen, das ist, in der Regel sind es ja Männer. Also. Die Doppelformen nerven die Leute auch, weil die jetzt langsam schnallen, was da dahinter ist, dass da irgendwie eine komische Ideologie dahinter ist, ja. Sie hatten sich nicht geäußert im Vorgespräch oder im E-Mail-Verkehr vorher, dass im Jahr 1995, glaube ich, in Peking ein Beschluss gefasst wurde und durch die Bundesregierung, also 95 in Peking, international, und in Deutschland 1999 unter Bundeskanzler Schröder. Genau. Können Sie das präzisieren, was das war und was bei Ihnen so übel aufstößt oder wie dieses voranschreiten soll, das, was Sie ja auch Gender Mainstreaming nennen? Naja, der Trick dieser feministischen Ideologie, die dahinter steckt, die geht zurück auf einen, ja, man muss eigentlich sagen, putschartigen Etappensieg, wenn man so will, dass die Sex und Gender, das wurde bei der UNO bis in all den Jahren davor synonym verwendet. Sex und Gender wurde nicht unterschieden. Und es gab ja auch keinen wissenschaftlichen Diskurs darüber, außer in so Rollentheorien wie von Parsons oder so. Das war ja ein gesetzter wissenschaftlicher Diskurs, wo es eben einfach auch bestimmte Grundwissen gibt, die irgendwann ja akzeptiert werden. Ja? Also wie produziert eine Gesellschaft Wissen? Eben durch den Diskurs. So, und dann haben die auf dieser Weltfrauenkonferenz futschartig den Begriff Gender besetzt mit dieser feministischen Ideologie, also deren eine Theoretikerin Judith Butler ist, und das fortan einfach so verwendet, haben aber den Diskurs übersprungen. Es gibt ja keine wissenschaftliche Übereinkunft darüber, dass das in diesem Sinne tatsächlich so stimmt, ja. Und das wird über die Jahre einfach weiter vorangetrieben und
Ja, jetzt haben wir den Salat. Also in den 99 wurde eben dieses Gender Mainstreaming Programm beschlossen, per Kabinettsbeschluss, was ja einfach eine politische Entscheidung ist, alles unter dem Aspekt der Geschlechter zu sehen. Und interessanterweise, weil Sie eben gesagt haben, das Wort wird gespalten. Ja, die erste Form der Spaltung war das sogenannte Splitting. Das sind diese Doppelnennungen, ja, dass man alles Bürgerinnen und Bürger. Das ist aus dem Amerikanischen übernommen. Splitting, gespaltenes Wort, ja. Also, wobei jetzt diese Spaltung durch Sternchen und Unterstrich und all diese Formen natürlich nochmal eine Spaltung innerhalb eines Wortes ist. Ich kann nur sagen, gespaltenes Wort, gespaltene Gesellschaft. Also, es bildet eigentlich für mich eins zu eins die Spaltung in der Gesellschaft ab, ja. Das ist so eine Atomisierung als Tendenz. Und ich habe mich auch gefragt, ja, ich weiß nicht, ob das in Ihrem Buch noch kommt, vielleicht, ich bin da noch nicht so weit, aber was hält das Cluster zusammen? Ja? Wann fällt es auseinander? Im Moment sehe ich das so, dass wirklich mit Hammer und Meißel an allem, was Normalität ist, rumgehämmert wird, ja, und kleinteilig zersplittert wird, ja. Das ist gefährlich. Also das ist sozialer Sprengstoff. Und ich glaube, deswegen wachen die Leute auch langsam auf, weil sie jetzt so lange belämmert worden sind damit, dass sie sagen, also irgendwas stimmt doch da nicht. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.